und Moinsen zu diesem Audio-Stadion-Vlog. Freitagabendspiel, wir öffnen den Spieltag gegen Union Berlin. Auf dem Papier, das schon angesprochen, in Vorbericht und so weiter und so fort. Natürlich wieder Favorit gegen Union Berlin. Trotzdem auch da Kaliber Mainz, Kaliber Köln auch vor kurzem zeigt, das kann eklig werden und das können vielleicht ja eine Stolperfalle werden gegen Union. Aber wir sind guter Dinge, glaube ich. Und ich glaube, darauf sollte ich vor allem zu sprechen kommen, jetzt hier vor dem Spiel. Hoeneß. Sebastian Hoeneß hat verlängert und allein das gibt mir schon den Push, um zu wissen, yo, also wenn irgendwo das Prozent gefehlt hätte, vielleicht heute Abend ist irgendwie, wie bei Köln zum Beispiel, auf der Kippe gestanden wäre irgendwann, dann ist, glaube ich, dieser Kick durch diese Hoeneß-Verlängerung jetzt auf jeden Fall da, schon vorm Spiel da, verlängert bis 2027, ein wahnsinnig starkes Zeichen. Noch nicht bekannt, ob irgendwie eine Ausstiegsklausel drin ist oder sowas, wäre mir am Ende des Tages aber auch in irgendeiner Form egal, weil das Zeichen jetzt schon mitten in der Saison zu sagen, yo, ich verlängere um 2 Jahre, liefere bis 25, jetzt bis 27, ist ein wahnsinnig starkes Zeichen, auch für uns brutal wichtig. Wie gesagt, ich habe auch, im Video gesagt von heute im VfB-News, im Podcast, dass ich glaube, dass er bleibt und dass es auch Sinn macht, dass er noch mindestens eine Saison bei uns macht. Und das bestärkt es nochmal. Geile Aktion, geile Message an die Fans, noch vorm Spiel kommunizieren, natürlich am Spieler kommunizieren, perfekt. Heute Abend, da wird es mal mindestens dann abgehen, wenn er quasi ja, vorgelesen wird bei der Aufstellung zum Beispiel. Das wird Wahnsinn und allein deswegen ist, glaube ich, heute auch nochmal das bisschen mehr Stimmung drin, das wir vielleicht jetzt zum Beispiel gegen Köln nicht hatten. Gegen Mainz, wie gesagt, fand ich es noch in Ordnung, dann ab dem 3-1 vor allem auch nochmal richtig gut. Gegen Köln war schon ein Tacken schwächer auf jeden Fall, auf die gesamte Saison gesehen. Ich glaube, heute haben wir das Quäntchen drin. Ein Freitagabendspiel ist sowieso auch immer geil, ist auch nochmal so ein Push, ein Flutlichtspiel und so weiter. Und auch da nochmal Thema Köln und eben auch darauf bezogen, wie die Jungs in Wolfsburg abgeliefert haben. Ne? Bester Saisonstart oder beste Saison einfach aller Zeiten vom VfB, egal ob erste, zweite, Oberliga, völlig egal, die beste aller Zeiten. Die Jungs beweisen sich jede Woche aufs Neue und ich glaube deswegen auch nicht, dass den 2 Heimspieler in Folge sowas in Anführungszeichen passiert, ohne es jetzt irgendwie runterbewerten zu wollen, 1-1 gegen Köln, aber sowas passiert wie gegen Köln nochmal. Bin sehr, sehr guter Dinge. Das Hoeneß Ding pusht nur nochmal mehr. Ich habe brutal Bock drauf. Geh mal rein. Auf geht's. Heimsieg gegen Union. Schön! Unser Leben gibt's uns so viel! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Wir sind nicht!
Jetzt mach was. Ja! Junger Vater! 200 auf, gell? 200 auf! Stuttgart! Was für eine Kiste! Geschossen als unsere! Den habe ich auch mal gefällt! Junge, den musst du erstmal so machen, hey. Wahnsinn. Das ist der Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 14, was so gut als ist, ne?
Es geht auf die Reise und damit ab ins Spielfazit. Wie immer Chronologie, was ich dir aufgeschrieben habe, wir haben ein Spiel, ihr wisst ja, wie es läuft. Vorm Spiel kamen schon ein bisschen Gerüchte durch, kommt eine Choreo, was wird das genau am Ende des Tages? War es dann eine kleine Choreo, aber eine schöne Choreo mit Saint-Étienne. Da gibt es eine Fanfreundschaft mit einer Fangruppierung von Saint-Étienne, ist auch schon recht lange, gab es auch einen Zettel, der ausgeteilt wurde, nicht überall, aber zumindest auf Twitter mal gesehen, den Zettel, ich glaube 10 Jahre, irgendwann mal was von 15 Jahren gehört, also wirklich eine lange Fanfreundschaft, wirklich auch krass, einfach, ne, mit einem anderen Club aus einem anderen Land, andere Liga und so Geschichten, aber so eine Fanwirtschaft, echt nett, kleines Tifo auch dann hochgehoben mit der Choreo und ein paar Fahnen, nette Aktion auf jeden Fall. Dazu, schon vor dem Spiel war ja auch schon klar, ne, Flutlichtspiel, die Hündnisverlängerung habe ich angesprochen gehabt, der Bock war da, dazu war eben auch noch ein anderer Zettel dabei, neben dem Choreo-Zettel, der wurde auch mehr ausgeteilt als das Choreo-Ding, nämlich, dieser Traum, ne? Neckarstadion hat einen Traum und so Geschichten, eben ein neuer Fangesang oder neuer Wechselgesang, besser gesagt. Wir haben ja das VfB, was die Kurve rausbrüllt, danach brüllt der Rest vom Stadion hinterher. Jetzt dasselbe mit dem, ne, wo viele Lalalas kommen und am Ende ein lautes Stuttgart. Und das wollen sie jetzt auch so etablieren, genau in dem Stil, Kurve macht, danach macht das Stadion. Hat noch nicht so ganz funktioniert, aber ey mein Gott, das erste Spiel, wenn das reinkommt, das eben das Stadion auch so langsam versteht dann oder der Rest vom Stadion so langsam versteht, dann können sie sich in Summe dann oder später irgendwann auch genauso scheppern, wie es bei dem VfB-Wechselgesang tut. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Weil beim Wechselgesang kennt man ja halt kurvenintern, ne, Sitze und Steher, den Wechselgesang in dem Bereich, das ist quasi sagen, yo, Kurve macht und der Rest zum Stadion, das könnte schon sehr, sehr cool werden, auf jeden Fall auch interessant, da hat man so ein bisschen fast drauf gewartet, muss ich ja sagen, Hoffenheim, es gibt jetzt sogar ein Motto, haben sie jetzt einen Banner hochgehalten gehabt, alle in Rot nach Sinsheim, also zum Auswärtsspiel in Hoffenheim, was eine komplette Eskalation, Invasion und so weiter wird, das habe ich schon seit Wochen ja unglaublichen Bock drauf und spreche es überall an, wo ich es auch nur irgendwie ansprechen kann, finde ich cool erstmal, dass sie ein Motto haben. Rot, ja, das ist nicht doof, aber find ich fast ein bisschen schade, weil ich meine, Rot, was ist Rot? Der Brustring ist halt rot, ich habe einen roten Schal, viel mehr ist da halt nicht so. Die wenigsten haben eher ein rotes Trikot als normales weißes. Also vielleicht alle in weiß oder alle im Trikot hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gefühlt. Am Ende des Tages habe ich auch egal. Ne? Das heißt, wenn du in dem Trikot gehst, da hast du auch einen roten Brustring, einen Schal, der vielleicht ein bisschen roter ist oder röter ist als ein weißes Trikot. Irgendwas wird da schon irgendwie jeder finden. Und wenn du das VfB-Trikot da hingehst, ist dann auch, glaube ich, mehr oder minder egal, ob das Ding jetzt komplett rot ist oder nicht. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir da jetzt ein Motto. Auch das muss ich sagen, geht mir jedes Mal aufs Neue komplett auf die Eier, vielleicht auch mehr auf die Eier, als es manchen geht, aber mich nervt das, mich triggert das komplett, diese scheiß Seitenwechsel. Es gibt für mich wirklich wenig Nervigeres, als im Heimspiel in der zweiten Halbzeit nach hinten, weil du kannst ja auch von der Entfernung schwieriger einschätzen, nach hinten zu gucken, für diesen Fernglasblick immer haben zu müssen, aufs hintere Tor für unsere Türkheimer-Kurve. Es sollte halt für mich gefühlt so ein ungeschriebenes Gesetz sein, dass halt jede Mannschaft in der zweiten Halbzeit auf ihre Kurve spielt, heißt Union auf ihren Auswärtsblock und wir auf unsere Kurve, es wird wieder umgedreht, wie es jetzt, ja, wie man es von Mannschaften wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim immer wieder kennt, hat es jetzt wohl auch Union so getan, total nervig. Carrasco ist Kapitän, war so ein bisschen die Frage, was da passiert, habe ich auch angesprochen in der VfB-News-Folge, Carrasco wurde es dann, obwohl Stenzel auf dem Platz stand, das heißt Carrasco ist da auch nochmal höher gerichtet in der Hierarchie, sage ich mal. Spiel dann hat ein bisschen Drangphasen. Union muss aber auch sagen, immer gut mitgespielt auf jeden Fall. Das darf man auch nicht vergessen. Die hatten ihre Nadelstiche immer wieder gesetzt, auch immer wieder nicht 100% gefährlich geworden, aber potenziell gefährlich werden können, sage ich mal. Stimmung war echt in Ordnung, in manchen Teilen, natürlich je nachdem nach Spielverlauf und was passiert, war es auch richtig geil, richtig gut. Auch beidseitig Union wirklich auch abgeliefert da. Nübel musste einmal eingreifen und dann, ja, Guirassy, 20. war es, glaube ich, rund um den Dreh, 21 von 25, da haben wir es wieder, 1-0, eiskalt, nach einem wunderschönen Steckpass von Carrasco, muss man auch sagen, dass ich es echt krass finde, wie oft wir das haben, wie oft wir genau in diese Situation kommen, dass du halt so einen Ball spielst, Weltklasse Steckpass spielst, ob es jetzt ein Mio ist, ein Carrasco ist, ein Stiller ist und dann halt, nennen, keine Ahnung, Guirassy, irgendwann war es mal ein Silas und so Geschichten, halt wirklich frei vorm Tor stehen, wie du das wirklich taktisch und so weiter dich so
immer wieder hinspielst, dass du halt nur diesen einen Weltklasse-Ball brauchst, den einen Steckpass brauchst, damit dein Stürmer oder ein Angreifer ja frei vor der Hütte steht. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Guirassy auch eiskalt. Ich glaube, Pfosten war noch im Spiel, aber eiskalt reingemacht, das Ding. Generell muss man sagen, war jetzt nicht perfekt, war keine überragende Leistung, nicht astrein immer wieder, auch technisch vielleicht hier da mal ein paar Geschichten gehabt, aber man war immer da, man war immer wach, man war immer komplett da. Union auch witzigerweise Choreo mitten im Spiel gemacht. Auch da Pyro-Action viel gehabt, die Union-Fans. Und das ist eben das von Thema immer wach und immer auch irgendwie eine gewisse Kontrolle. Die Union ein paar Mal eingeladen, Union ein paar Mal Möglichkeiten gegeben, eben, wie gesagt, Nadelstiche und sowas gesetzt. Aber wirklich über weite Strecken auf einmal Halbzeit 1 dann oft auch sehr lange Ballbesitzphasen, sehr viele Pässe, auch dann mal den sicheren Pass gewählt, lieber wirklich über Minuten lang geführt den Ball gehabt, die mit Ballbesitz und Pässen quasi erdrückt Union Berlin. Dann kam Anton rein zur Halbzeit für Roh, der hat es ja ein bisschen was abbekommen in der ersten Halbzeit. Nübel direkt nach der Halbzeit ein paar Mal eingreifen müssen oder einmal eingreifen müssen auf jeden Fall, weil da kam Union echt ein bisschen giftig raus aus der Halbzeit oder in zum Start der zweiten Halbzeit rein. Auch da interessant, gab ein paar Worte auch vom Capo und glaube auch ein paar Banner, haben wir natürlich nicht gesehen, weil ist halt von ja aus der Kurve raus, das heißt, du siehst sie von hinten, schwer ist zu entziffern, noch ein paar Banner eben in diese Richtung, Aufsichtsrat, Porsche, Vogt und ne, wie viel Macht der e.V. da noch haben sollte und so Geschichten. Auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, was ich auch ein paar Mal angesprochen habe, wozu jetzt die Fans auch offiziell dann auch noch mit Nachdruck geäußert haben, sag ich mal. Auch so Fangesänge dann wie VfB Stuttgart, da sind wir, wurden da auch so ein bisschen angeklungen. Wie gesagt, spielerisch war es sicher nicht alles perfekt, ne, brauche ich drüber reden. Aber auch da muss ich sagen, dass ich jetzt die Leistung jetzt auch nicht krass schlecht fand oder irgendwie krass negativ fand, auch immer Unterschied natürlich zwischen ja, Stadionsicht und mit der Stimmung und so die ganzen Erlebnisse halt im Stadion drumherum und das ja, Erlebnis, Stadion, das Erlebnis, Fußball im Stadion gucken, nochmal was anderes, als vielleicht manche, die vom TV hocken oder sowas und da eben das Spiel sehen und eben auch ein paar Wiederholungen haben und so Geschichten. Also fand ich jetzt gar nicht mal so schlechtes Spiel auf jeden Fall, um da jetzt irgendwie groß Kritik irgendwie einbringen zu müssen, finde ich einfach, keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich, finde ich nicht nötig für das Spiel. Generell muss man auch sagen, sehe ich es gerade sehr durch diese, wie sagt man das, durch diese rosa-rote Brille, das so ein bisschen der Spruch mäßig, weil ja, man kann halt gefühlt irgendwie auf wenig bis nicht sauer sein oder so, dann ist halt mal ein Fehlpass da, dann bist du halt vielleicht mal nicht über 90 Minuten perfekt gegen Union Berlin oder whatever oder reißt da offensiv Feuerwerk ab oder wie auch immer. Am Ende des Tages, ey, Du gewinnst das Ding halt trotzdem wieder. Auch da vielleicht so ein bisschen das Thema, springen wir gerade nur so hoch, wie wir müssen. Ne? Dieser Pferdespruch, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Beispiel ja auch, ne? 8:8 Torschüsse, wenn man rausgeschrieben hat, wurde auf der Leinwand gezeigt in der 62. Minute. Deswegen, aber dann kommt es halt irgendwann und das ist auch schön, dass wir ja eben auf der Seite der Medaille sind jetzt mal. Die letzten Jahre war es ja immer andersrum, da waren wir quasi Union Berlin und die Gegner waren wir in dem Sinne, weil es ist ja oft so, ne, die Top-Mannschaften haben dann halt teilweise Spielverläufe für sich oder eben einfach individuelle Klasse für sich als Vorteil dann. Das hat man gesehen, Führig 2-0, eine Wahnsinnshütte, ein Traumtor, Schlenz und eine lange Ecke. Und damit führst du auf einmal mit 2 Toren Abstand, denn sonst wäre Union noch mehr dran gewesen, wenn es noch länger 1-0 gestanden hätte. Spielverlauf hätte es vielleicht sogar irgendwann hergegeben, dass die sogar noch das 1-1 machen irgendwann, ne? Wieder irgendeinen Fehler provoziert oder irgendeinen Nadelstich gesetzt, ne? Hätte passieren können, so gegen Köln-mäßig, Köln-Style von dem Spiel, sage ich mal. Aber dann kommt halt individuelle Klasse, die eben Clubs haben, die wir ja gerade auch sind, wozu wir gehören, die ganz, ganz oben mit dabei sind, dem dann auch wieder so Spielverlauf immer wieder für sich haben oder eben einfach in dem Sinn so entscheiden mit der individuellen Qualität von in dem Beispiel Führig, jagt das Ding da rein. Auch da nochmal aufgeschrieben, tabellarische Situation ist in diesem Tor perfekt wiedergespiegelt worden. Letzten Jahr waren wir halt Union, hätten uns aufgeregt, wir waren noch eigentlich nah dran, vielleicht wäre sogar ein Punkt drin gewesen, dann machen die halt nochmal so ein Traumtor, dann war es das halt bei so einer Top-Mannschaft aktuell. Und die sind halt gerade wir. Diese Top-Mannschaft sind halt tatsächlich gerade wir. Das ist immer noch einfach surreal schön, sag ich mal. Dann auch noch natürlich dasselbe, ne? Das Tor war ja irgendwie so 65. rum, glaube ich. Und dann 69. 3 Minuten später, rote Karte Union. Damit war das Spiel auch quasi durch, ne? Auch noch in Unterzahl, 20 Minuten noch zu gehen, liegt 2-0 hinten. Schwieriger Abend für Union dann, dann auch irgendwas rauszuholen.
Hab die Szene nicht groß gesehen im Stadion, ehrlicherweise, nicht groß mitbekommen, war wohl offene Sohle aufs Knie. Also klingt auf jeden Fall vertretbar von den Erzählungen, sage ich mal, die ich gehört habe. Auch schön, mal wieder ohne Gegentor seit längerem. Wir haben immer wieder mal gerne irgendwie so ein Ding gefangen nach Standard oder so. Oder quasi der zweite, dritte Ball oder zweite, dritte Abpraller dann nach dem Standard. Ne? So die Geschichten, das ein bisschen Thema war letzten Wochen, nicht passiert. 2-0 gewonnen gegen Union Berlin. Auch da nochmal kurz zusammengefasst, ne? Nichts Besonderes, aber du hast deinen Job gemacht, Job done und alle sind happy. Alle sind glücklich, Stimmung am Ende logischerweise ausgelassen gewesen. Immer wieder geil, wie dieses nach all der Scheiße geht's auf die Reise, ist für eine Wucht, das immer wieder entfacht. Auch hier, der VfB ist wieder da und so Geschichten können wir auch gerne ein paar Mal öfter singen. Auch geiler Fangesang und so Geschichten. 1893, Shepard auch immer komplett, also da war wirklich komplettes Glückseligkeit wieder drin. Ich meine, wie auch nicht, 2-0, 53 Punkte hast du jetzt, Spieltag geil eröffnet, das ist natürlich auch nochmal ein schöner Nebeneffekt, wenn du einen Spieltag eröffnest, jetzt kannst du gucken, was macht Leipzig, Dortmund und so weiter und so fort, Job erledigt, kannst Restwochenende einfach Fußball gucken, gehen mit einem schönen Gewissen, mit einem schönen Blick auf die Tabelle, einem schönen Rückblick auf dein Spiel, auch sehr, sehr entspannt und damit einfach ein Spiel gegen Union, ich glaube, so kann man es recht zusammenfassen. Unspektakulär, einfach mit individueller Klasse, aber das Ding weggearbeitet, ne? Arbeitssiegmäßig, mit ein paar schönen Szenen. Ne? Die Tore waren beide einfach schön rausgespielt oder schön abgeschlossen am Ende des Tages. Deswegen, ne, wie gesagt, nichts Besonderes. Job einfach nur erledigt. Alle sind happy, alle sind euphorisch, geile Stimmung. Nächste Woche wird es ja dann nochmal komplett absurder, was das angeht. Ein ganz, ganz besonderes Spiel steht, glaube ich, an, so von dem gesamten Erlebnis, was es dann wird. Nämlich Hoffenheim, bin ich auch mit dabei in Hoffenheim. Das wird komplett absurd. Da, wie gesagt, schon seit Wochen drauf gehypt auf das Spiel. Wir spielen weiterhin die beste Saison des VfB aller Zeiten. Du hast einen Hoeneß jetzt aktuell verlängert. Das Ding, deswegen habe ich auch so angefangen, es geht auf die Reise, es läuft daraus hinaus. Ist ja eh klar, aber eben auch die Frage, welches international? Und ey, ich glaube gerade wirklich nicht, dass wir diesen dritten Platz noch abgeben. Im schlimmsten Fall noch Fürth, aber auch das sehe ich nicht. Ich glaube eher, dass sich dann Leipzig und Dortmund um Platz 4 nochmal streiten werden. Vielleicht reicht ja sogar Platz 5, aber ne, Stand jetzt ist eben nur das auch noch nicht sicher. Wir könnten da sehr, sehr wohl einfach da oben bleiben, die nächsten Wochen weiter Gas geben, Hoffenheim, Heidenheim und so weiter. Dann kommen irgendwann diese absoluten Wahnsinnspartien in Dortmund, in Leverkusen, gegen die Bayern zu Hause, auch das Spiel gegen Gladbach, dann letzter Spieltag zu Hause, Frankfurt zu Hause auf den Samstagabend, Topspiel der Woche ist auch eine Wahnsinnsansetzung. Alles wunderschön, ne? Ihr merkt es auch wieder, Wohlfühloase VfB, es bleibt surreal schön, schöner Abend gewesen, auch wieder vielen Dank an jeden, der mir Videos reingeschickt hat, ist auch ganz klar, auch wie immer gerne ab in die Kommentare, lasst alles raus zum Spiel, wie immer auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen, auch ganz wichtig, klare Geschichte für Wachstum vom Kanal, von uns als VfB-Community, auch ganz wichtig und richtig, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.